Willkommen zu Let's Play Mario Kart Double Dash! Nach meinen Let's Plays zu Super Mario Kart, Mario Kart 64 und Mario Kart Super Circuit ist das hier der vierte Teil der Serie. Am 14. November 2003 in Europa erschienen. Und was gibt's alles Neues? 20 statt 8 Charaktere, 21 statt einem Kart. Und natürlich, zwei Fahrer können in einem Kart Platz nehmen. Der eine fährt, der andere benutzt die Items. Das gibt viel Spielraum für taktische Finessen und ist auf jeden Fall einzigartig für den GameCube-Teil. Los geht's! Ihr merkt's vielleicht schon am Titelbildschirm, ich spiele meinen alten Spielstand auf meiner Memory Card. Da sollte schon so ziemlich alles freigespielt sein. Und die große Frage natürlich, was genau werde ich im Let's Play zeigen? Genauso wie Mario Kart 64 hat Double Dash nur 4 Cups mit jeweils 4 Strecken. Und in Super Mario Kart und Mario Kart 64 haben wir es so gehandhabt, dass wir erst die 100er Klasse und dann die 150er Klasse gespielt haben, also 8 Parts. Auch wenn es in Mario Kart 64 schon einen Spiegelmodus gab, den wollte ich einfach nicht, weil ich mich schon in Mario Kart Wii mit dem Spiegelmodus ziemlich rumgequält habe. Denn viele behaupten, der Spiegelmodus wäre erstmals in Double Dash aufgetaucht. Das stimmt nicht, in Mario Kart 64 gab es ihn auch. Tja, viele wollen von mir den Spiegelmodus sehen. Eine Besonderheit in Mario Kart Double Dash ist auch die Meisterschaft, dass man alle 16 Strecken direkt hintereinander fährt. Und auch mit den Punkten, dass das so verrechnet wird. Ich habe mir gedacht, 50 ist natürlich ein No-Go, das ist Zeitverschwendung. Wir spielen erstmal die 4 Cups in der 100er Klasse. Dann, liebe Freunde, spielen wir die 150er Meisterschaft. Das heißt, ich werde die Meisterschaft sogar aufsplitten in 2 Parts. Das heißt, ich werde mit euch fahren in der 150er Meisterschaft. In Part 5 quasi dann. In 8 Strecken und die Fortsetzung in Part 6 mit den anderen 8 Strecken. Ist aber eine zusammenhängende Meisterschaft. Und dann, weil ihr mich ja leiden sehen wollt, versuche ich mich mal im Spiegelmodus und blamier mich bis auf die Knochen. So sieht's aus. Wir beginnen also mit 100 und eine Riesenneuerung sehen wir schon hier. Also es gab bislang immer nur 8 Fahrer, ja. Vom Mario Kart auf dem Super Nintendo aufs Nintendo 64 gab es 2 Änderungen. Donkey Kong Junior wurde zu Donkey Kong und Koopa zu Wario. Und von Nintendo 64 auf Game Boy Advance gab es überhaupt keine Änderung bei den 8 Fahrern. Und jetzt hat man auf einmal 20. Nicht schlecht, oder? Toad, Toadette, Mutant Tyrannia und König Boohoo muss man allerdings erst freispielen. Wie gesagt, das hier ist mein Spielstand, der, wo schon damals alles freigespielt habe. Zum ersten Mal auf dem Kart sitzen Daisy, Birdo, Baby Mario, Baby Luigi, Toadette, Para Cooper, Diddy Kong, ich darf nichts Falsches sagen, Bowser Jr., Waluigi und eben Mutant Tyrannia und König Boohoo. Und übrigens, Toadette hatte ihr Debüt hier in Mario Kart Double Dash, die ist vorher noch in gar keinem Spiel aufgetaucht. Ja. Das am Rande. Im ersten Part wähle ich mal ganz simpel, ganz Standard, wer hätte es gedacht, Mario und Luigi. Ja. Und auch, dass man zwischen den Karts wählen kann, ist natürlich eine Besonderheit. Wir beginnen mit dem absoluten Standard-Ding. Da haben wir auch schon die Meisterschaft, das sieht so aus. Aber heute, Pilzcup der 100er Klasse. Schauen wir uns die 4 Strecken also an. Luigi's Piste, ja, passt doch wunderbar, habe ich Heimvorteil. Klar, man brauchte mehr Fahrer, denn der Doppelmodus. Einer fährt und der andere benutzt die Items. Man kann wechseln mit Z. Und Turbostart ist, wenn die Ampel auf grün zeigt. Das war ein bisschen zu früh. Muss ich wieder reinkommen ins Spiel? Ich habe es nicht so oft gespielt wie Super Mario Kart und Mario Kart 64 und auch den Game Boy Advance Teil. Eigentlich am zweitwenigsten nach Mario Kart DS. Das sieht man auch, dass ich hier direkt in Sand rase. Na gut, wenn es ein paar Fails gibt, dann ist dem so. Ich hoffe aber mal, dass es in der 100er Klasse noch sich in Grenzen halten wird. Später wird es spannend. Da habt ihr schon eine Riesenbanane gesehen. Auch die Items haben natürlich massig Änderungen. Ja.
Unter anderem, verdammt, Vollbanane. Hat jeder Charakter oder jedes Charakterpärchen ja ein eigenes Item, ein spezifisches Item, was natürlich auch sehr interessant ist. Mario Time. Hey, komm mir nicht entgegen. Ja, das ist, liegt an der Strecke, dass man sich hier entgegenkommt. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Turbo mitnehmen, aber doch, ich denke mal, das geht ganz gut hier. Ist gerade so eine Kotzgrenze, was ich hier fabriziere. Natürlich gibt es auch nach wie vor den Stachy-Panzer. Den blauen Panzer. Ja, es ist viel Neues hinzugekommen. Aber reden wir doch mal ganz kurz noch über die Ursprünge. Wie alles angefangen hat mit Mario Kart Double Dash. Ganz klar. Als der GameCube rauskam oder vorgestellt wurde, glaube ich schon, da wurde ein Teaser gezeigt. Eine Tech-Demo quasi. Wo, ja, da ist Mario vorgefahren in seinem Kart. Und alles war schwarz, ich kann mich gut dran erinnern. Und es wurde quasi damit geworben, dass ein Mario Kart kommen soll mit bombastischer Grafik für GameCube-Verhältnisse. Und was, ja, auf dem GameCube sah es ja teilweise schon richtig schön aus. Luigi's Mansion, Resident Evil, hier das erste Star Wars zum Launch. Das war grafisch richtig, richtig gut. Und da habe ich wirklich gerechnet mit einem Mario Kart 64 in Anführungsstrichen HD. Ja, also richtig fett hochauflösend. Darauf habe ich gehofft. Und es sind ja auch sehr ansehnliche Spiele erschienen. F-Zero GX zum Beispiel kurz vor Mario Kart Double Dash. Was grafisch wirklich sehr einladend war. Man denke an Star Fox Adventures. Und irgendwie war ich dann enttäuscht. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Grafik. Und aber Nintendo hat natürlich ganz klar versucht. Turbostart. Ganz klar versucht, Innovationen aufzubauen. Und das ist natürlich auch der richtige Weg, ja. Mal was Lustiges zu machen, aber ich muss sagen, irgendwie habe ich damals das Double Feature. Ich hatte mir gewünscht, dass man das ausschalten kann. Ich hatte mir gewünscht, dass man, wenn man zu zweit spielen möchte, das macht. Aber dass man auch alleine spielen kann. Ich hatte wirklich Angst, dass das Mario Kart, die Serie, ab jetzt immer aus zwei Fahrern besteht, weil das konnte mir ja keiner sagen. Und bin jetzt heilfroh zu wissen, dass es nicht so geblieben ist. Ich würde auch dafür plädieren, dass Mario Kart Double Dash der einzige Teil der Serie bleibt, wo man halt ja mit zwei Fahrern macht. Weil wenn man das versuchen würde zu mischen, ja, das wäre ein bisschen schwierig, denke ich mal. So, die Strecke kennt man sehr gut. Die stammt natürlich von hier mit den guten alten Mario Sunshine Enten, dessen Namen ich doch immer vergesse, obwohl ich mir das bei Let's Play Super Mario Sunshine ständig in die Kommis geschrieben habe. Ich kann es mir nicht merken. Ganz Kataquacks, Tüxel, was weiß ich. Ja, habe ich schon erwähnt, mit Z können wir wechseln. Wenn wir keine Items haben. Achso, es war auch für mich eine Umgewöhnung. Ich habe natürlich nochmal eine Runde gedreht, um ein bisschen reinzukommen, ja. Für mich war eine Umgewöhnung, die Items mit Y zu legen, weil, ja, ich habe Mario Kart Wii natürlich auch mit dem GameCube-Pad gespielt und da setzt man die Items mit den Schultern ein. Aber das macht den Bock jetzt auch nicht fett. Ich finde, die Grafik ist ja gar nicht so schlecht, wie ich sie hingestellt habe. Ja, aber das für mich war damals, als die GameCube rauskam, wirklich, jetzt kommt nur alles raus in geilerer Grafik. Und hier die Polygone. Gut, man muss auch sagen, Mario Kart 64 bestand nur aus Bitmaps. Und es ist okay. Das Spiel hat Spaß gemacht und das zählt. Aber der Umfang, da hätte man mehr machen können. Es sind wirklich nur vier Cups mit jeweils vier Strecken. Und hier der Babypark, der strotzt nur so vor Innovation. Nee, ist ja auch mal nett. Sehr, sehr simpel, einfach nur eine Null quasi, eine liegende Null, die wir abfahren. Und weil die Strecke so kurz ist, gleich sieben Runden. Ich bin mal sehr gespannt. Here we go! So, vielleicht kriege ich mal die Spezial-Items auf die Reihe. Mario und Luigi können zusätzlich als einziger, da haben wir es auch mal direkt, hier Feuerbälle bekommen. Und die abschießen. Die blauen und grünen unterscheiden sich auch ein bisschen. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, die grünen waren ein bisschen anders. Ja, dann haben wir Peach und Daisy, die haben so ein Herz. Also so ein bisschen umgarnen, möchte ich sagen.
Ah, verdammt. Donkey Kong und Diddy Kong haben eine Mega-Banane. So nennt die sich offiziell. Eine richtig große Banane, die da fett im Weg ist und sich dann, wenn jemand drüber gefahren ist, auch in mehrere Bananen aufsplittet. Toad und Toadette haben den Goldpilz, den man kennt aus Mario Kart 64 und Super Circuit natürlich. Und auch heutzutage Wii-Teil und so. Hey, wie oft wir hier die Flammen in den Feuerbälle bekommen, ist ja unglaublich. So, dann haben wir Koopa und Para-Koopa. Die bekommen als Spezial-Item 3 Panzer. Ja, also ich glaube, alle anderen können gar nicht 3 Panzer auf einmal bekommen in diesem Teil. Entweder grüne oder rote. Ja, 3 rote Panzer sind natürlich immer viel wert. Bowser und Bowser Junior bekommen den Bowser-Panzer, also ein riesiger Panzer. Und Wario und Waluigi Bomben. Also Bob-Bomb. Nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen, bitte. Ja, wie die funktioniert, sollte man auch kennen inzwischen von den Nachfolgern. Hey, hey. Und das ist der Kettenhund. von den Babys. Ja, das wäre das Nächste, was ich angesprochen hätte. Die haben so einen Kettenhund, der so, ja, wie ein Kugelwilli fast nach vorne schleift. Yoshi und Birdo haben das Yoshi-Ei oder Birdo-Ei. Funktioniert ähnlich wie der Panzer, nur wenn sie es zerschellt an Gegner, dann kommen auch nochmal 3 Sachen raus. Vielleicht Bananen, Items, Sterne, was weiß ich. Und Mutant-Tyrannia und König Buhu, die können alle Spezial-Items haben. Ist immer ganz bunt gemischt. Die werden wir natürlich auch noch nehmen. So, ich habe den Babypark im Vorbeigehen gewonnen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach wird. In 150 und vor allem im Spiegel habe ich nichts mehr zu lachen. So viel sei versichert. Und jetzt noch die staubtrockene Wüste. Bams! Läuft. Okay. Nimm dies! Ja, wir sind bis jetzt immer Erster geworden. Ich denke mal, das wird uns in der Gesamtplatzierung auch so schnell keiner mehr streitig machen. Ich glaube aber, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber ich denke schon, dass es hier schon so ist, nicht wie in den Vorgängern, dass man, wenn man 5., 6., oh Gott, 7. oder 8. ist, dass man quasi ja, neu starten muss, dass man extra Leben hat, sondern hier wird einfach rigoros abgerechnet, okay, du bist 8., du hast 0 Punkte, Pech gehabt. Hast halt 0 Punkte, nächstes Rennen. Ah, ist vielleicht, ups, das war eigentlich auch die bessere Variante. Wow, Bomben! Ja, läuft gerade nicht so überragend. Da muss man was machen. Bums! Ja, die Feuerbälle sind ganz gut. Oh, naja, gut. Diesmal nicht. Aber sie sind in der Regel ganz gut, weil die einen ziemlich weiten Radius haben und so ziemlich viel mitnehmen. Eine Kombination, die ich... Verdammt, ich nehme... Warum nehme ich den immer mit, ey? Geht auf keine Kuhhaut. Kombination, die ich gerne genommen habe, war Para, Koopa und Diddy. Also Para Koopa halt, um nach vorne zu kommen mit 3 roten Panzern immer. Und Diddy, wenn man vorne ist, sich mit einer Mega-Banane verteidigen. Ja. So. Da schnappt ihr den blauen Panzer. Ja, sieht nicht gut aus, ne? 8. Platz 8 ist auch nicht schlecht. Wie viele gibt's? 8. Okay, oh. Wie hast du denn das gemacht? Hab ich den eingesetzt? Das wäre eine einzige Erklärung. Ich bin ja schließlich hinten. In dem Moment, ich gar nicht mitbekommen, dass ich einen Blitz habe. Soll mir recht sein. Hier kann man um einiges abkürzen, aber ich bin gerade echt sau noobig. Ganz schlimm ist das. Gut, da muss ich zu anderen Methoden greifen hier. Bums! Könnt ihr vergessen, ja, da habe ich einiges aufgeholt. Muss auch sagen, ist es nicht wie in Mario Kart Wii, dass man wirklich hinten zugestopft wird mit Mega-Items. Das ist ja in Mario Kart Wii ein bisschen sehr übertrieben. Und auch in Mario Kart 7 schon noch ein bisschen heavy. Mario Kart Double Dash sind sie strenger, muss ich sagen. Hier gibt es keinen Kugelwilli. Bomben! Schon wieder. Und auch sonst ist es schwierig. Natürlich solche doppelten Itemboxen. Ha! Jawohl. Sind wir noch 3. geworden wenigstens. Solche doppelten Itemboxen geben uns jeweils 2 Items. Jeder Charakter kriegt dann ein Item. Es ist doch schön. Gut, wir haben 36 Punkte, damit 6 mehr als die Affen.
So sieht's aus. Und 8 mehr als die Mädels. Und das waren schon 4 Strecken, ey. Sau schnell. Also genießt das Let's Play, solange ihr könnt, solange es läuft. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr freuen. Da freut sich der erste Part natürlich immer auch besonders drüber. Wir dancen ab auf Isla Delfino. Ist ja nur knapp ein Jahr nach Super Mario Sunshine erschienen. Und dass man da die einfach wieder eingesetzt hat, hat Sinn gemacht. Todsworth fährt uns vor und alles ist schön. Also eine relativ originelle Siegerehrung. Ja, das ist der kleine geschmeidige Goldpokal, den unsere Brüder heute erringen konnten. Wenn's gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schaltet ein, dann schauen wir uns den Blumencup an. Freunde, bis dann und ciao!